Der Zweikampf um den Tagessieg. Eetu Nussiainen aus Finnland gegen Piotr Żyła aus Polen. 230 Meter müsste er springen, um in Führung zu gehen. 216 waren es im ersten Durchgang. Jetzt müsste also noch mal eine richtige Schippe drauflegen. Eetu Nussiainen macht er nicht. Macht er nicht und das wird möglicherweise auch nichts mehr mit dem Podest für ihn. Na, niemals, niemals. 201,5 sind es nur für ihn. Nee, das kann natürlich nicht reichen, klar. Ja, da ist er seinem inneren Wunsch und Druck, jetzt die große Sensation und das Comeback der Finnen zu dokumentieren, ist er nicht gewachsen gewesen. Er ist zu früh, er hat es nicht ausgehalten, zu warten mit dem Absprung auf den günstigsten Moment und dadurch kommt überhaupt kein Druck rein. Da muss er den Absprung verzögern, damit er eine größere aerodynamische Probleme kriegt und damit ist das einfach ein Sprung, ein Flug, der dem die Dynamik fehlt. Schade. Heißt aber auf gut Deutsch, Salz und Kraft haben hier schon mal das Podest sicher. Rang 7 wird es möglich.